Ja, guten Morgen. Heute wieder eine neue Tour. Zumindest versuche ich es mal. Das Wetter, man sieht es, gibt nicht allzu sehr her. Ja, das Thema heute wird wohl eher nass, Wind und ja auch Überschwemmungen sein. Das hat man ja schon am Anfang hier an den Bildern gesehen. Es hat in den letzten Tagen viel geregnet. Trotzdem möchte ich heute den etwas trockenen Abschnitt nutzen, um hier jetzt hinter St. Ingbert schon ja, ein paar Kilometer noch zu machen, um mal zu schauen, ja, wie es denn so aussieht. Ja, das hier hinter mir ist der Wombacher Weiher. Der gehört zur Sieben-Weiher-Tour. Ja, für mich geht es jetzt hier weiter und ich hoffe, die Wege bleiben so. Denn ich habe heute nicht wirklich Lust auf eine Schlammschlacht und wenn es schlimmer wird oder wenn es nicht schön wird, dann wird das heute hier ein Roadtrip, also straßenlastig. Und dann sage ich einfach, Hauptsache ein bisschen raus, ein bisschen frische Luft, eine Radtour gemacht und dann ist gut. Ja, und es ist, was die Wege betrifft, fast so, wie ich befürchtet habe. Es steht ja sehr viel Wasser darauf. Wie man ja sehen kann, es ist alles aufgeweicht. Aber es geht noch, man kann es noch ein bisschen fahren, es ist nicht allzu matschig. Solange keine Baumrückearbeiten hier stattfinden, geht das eigentlich noch. Ja, übrigens Fahrt in Richtung, ja, jetzt habe ich mal wieder einen Namen vergessen, aber Reichenau, wie der Weiher heißt, der da hinten kommt. Ja, und so viel zum Thema Holzrückearbeiten bzw. Wegezustand. Wenn es so weitergeht, werde ich gleich hier hinten, wenn ich auf der Straße bin, aufhören. Soll ich mal gerade rum und dann auf der Straße weiterfahren. Bringt nicht wirklich was, ne? Ja, ich habe es eben versprochen. Geradeaus, da geht es zum Glashütter Weiher. Das war das, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Da komme ich her. Und wenn wir zurückschminken, da, wo jetzt das Auto herkommt, da werde ich jetzt langfahren. Ja, es geht vorbei an der Spießer Mühle. Müssen wir mal gucken, so ortskundig bin ich ja nicht. Spieß in Elversberg, ich werde wohl vor mir liegen. Ja, werden wir sehen. Und auch wenn es Straße ist, ja, schönes Denkmal noch voraus. Aber es ist besser zu fahren als diese ewig nassen und matschigen Waldwege. Ja. Eine Pumpe ist das, naja gut. Hier am Wasserwerk. Ja, ich suche mir jetzt mal meinen Weg hier. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hinfahre. Das wird sich noch im Laufe des Vormittags zeigen. Also nicht nur, dass hier haufenweise Müll am Straßenrand liegt. Da hinten liegt auch ein Auto. Schon abgemeldet. Ja. Für mich geht es hier auf dieser Landstraße weiter. Und auch wenn sie beschaulich aussieht, man hört es gerade, es fahren trotzdem sehr, sehr viele Autos hier entlang. Ja, 16%, da komme ich her. Habe ich aber geschoben, weil fahren geht da nicht mehr. Da hinten Berg runter, Neunkirchen City, das nächste Ziel. Ja, das hier ist die Bliese Neunkirchen, da ist auch, wie man sieht, jede Menge Wasser drin. Ja, hier steht es angeschrieben, Hochwasser. Wenn man sich das Ganze mal anschaut. Ja, nicht schlecht. Also das sind schon gewaltige Mengen Wasser hier in der Blies. Ja, und hinter mir, das ist übrigens der Saarner Höhenradweg, der durch Neunkirchen führt. Ich werde dem jetzt hier entlang der Blies ein bisschen folgen. Da hoch. Ja, es geht Richtung Ottweiler und das soll auch dann schon mein heutiges Tagesziel sein. Jo, gehen wir es an. Ja, und hier bei Wibelskirchen, langsam stottern, da ist die Blies schon eine ausgeprägte Flusslandschaft. Ja, und da drüben sieht man es noch, hier an der Straße.
unterwegs nach Ottweiler. Ja, Hochwasser überall. Auch hier steht es ein bisschen auf dem Gehweg oder am Radweg. Ja, ist nicht schön, aber ist so. Da braucht man nichts mehr zu sagen, da kam es auch gewaltig runter. Ja, ich nutze mal hier den Parkplatz, um mich ein bisschen zu orientieren. Mein Ziel ist hier irgendein Turm. Da muss ich jetzt mal komod gucken, wie man da hinkommt. Ja, und weil Aussichtstürme normalerweise oben auf dem Berg stehen, hat man auf der Fahrt dahin nochmal diesen Ausblick. Stimmt sogar, Schaumbergblick. Das sieht man hier natürlich nicht auf der Kamera, aber da drüben, dort ist der Schaumberg. Ja, mein Ziel, das ist irgendwo hier hinter den Bäumen. Ja, in diese Richtung ist ein bisschen Stangenspargel in der Landschaft stehen, also sprich Windkraftanlagen. Ja, im Nordsaarland, das Wetter nicht so schön. Und befinden tue ich mich hier am Panoramaturm Betzenhübel. Ja, da gehen wir jetzt mal hinauf. Von da hinten, sage ich mal, kommt jetzt so langsam mal was Nasses vom Himmel und ein Sturm. Ich wäre gerne bis hoch, aber hier geht der Wind so stark, dass man das einfach nicht machen kann, sage ich mal so. Hier noch ein Rundumblick. Osten, der Norden, aus dem Westen kommt garstiges Wetter, aber da muss ich leider Gottes hin. Ja, und nach Süden. Wenn man was sieht. Nun denn. Aber nochmal ein Blick da hinten in diese Richtung. Ich mache mich jetzt vom Acker. Denn da muss ich wohl übel durch. Ich werde mich hier jetzt mal ein bisschen wasserdicht einpacken. Das heißt auch, die Kamera kommt dann in die Tasche. Ja. Vielleicht gibt es unterwegs noch was zu sehen, dass ich hier raushole. Ansonsten würde ich sagen, Roadtrip nach Saarbrücken, weil Wetter im Moment nicht mehr hergibt. Also dann, ja, wir sehen uns in Saarbrücken auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es hier auf der Smartphone-Kamera sehen kann, was da runterkommt. Das ist Schnee. Ja, da hinten diese ganze Wolke. Ja, und ich muss jetzt schauen, dass ich hier mit meinem kleinen Rad hier mich langsam jetzt wieder gen Heimat mache. Ich bin durch Merschweiler durch. Ich befinde mich hier jetzt gerade für den heutigen Tag in der letzten Steigung, wo ich noch so gut 13, 14 Kilometer vor mir habe, aber das ist alles total flach. Ja, von Ottweiler bis hierher, das war garstig, windig, Regenschauer, alles was man so nicht so gerne hat. Hier beim Radfahren, aber gut, da muss man eben durch. Und jetzt hier, ja, in Fahrtrichtung Querschied. Die letzte Steigung. Ja, die letzte Steigung. Und die hat da gleich hinter der Brücke, glaube ich mal, ja, hier geht's hoch, ihr Ende. Ja, und dann heißt es schottendicht, da kommt erstmal eine lange Abfahrt bis nach Fischbach.
Ja, und dann sehen wir uns halt wieder. Ja, auch hier der Netzbachweiher hat ordentlich Wasser, wie man sieht, was hier runterkommt. Ja, für mich geht es geradeaus. Hier in Richtung Saarbrücken. Ich hoffe, es ist offen, es ist nicht gesperrt, aber es sieht nicht danach aus. Ja, offen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich muss gucken, ob ich durchkomme. Ohne Anbetracht dessen, dass mir gerade jemand hier entgegengekommen ist, gehe ich mal davon aus, dass man zumindest mit dem Rad durchkommt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ein bisschen Wasser aus dem Graben wieder auf der Straße steht. Aber werden wir gleich sehen. Ja, wie vermutet, hier steht ein bisschen Wasser vom Graben auf der Straße. Das ist auch dann das Hochwasser, denke ich mal. Ansonsten schöne Straße ohne Verkehr. Was will man mehr? Und die sind auch schon relativ früh dran, ne? Ja, und so geht es für mich weiter, schön allein auf der Landstraße. Ja, die letzte Szene hier aus Saarbrücken, auch da steht mal wieder alles unter Wasser. Ja, voraus der Hafen, ganz viel Saar. Ja, diese Aufnahme sage ich dann einfach mal bis zum nächsten Mal.